Im Großen und Ganzen, ich glaube, von der Spielanlage und so sind wir wirklich richtig gut wieder. Was natürlich ärgerlich ist, dass wir das Spiel verlieren, aber das ist wichtig letztlich für uns, um auch jetzt von Anfang an auch darauf hinzuarbeiten, dass Übergewicht, guter Fußball, wir haben wirklich, machen sehr, sehr viele Sachen gut, aber wie gesagt, das Entscheidende ist nachher das Ergebnis. Viele gute Sachen, also wir trainieren sehr hart und sehr gut, die Jungs ziehen zu 1000%ig mit, das ist wirklich super erfreulich, haben auch richtig Lust, es macht absolut Spaß, wie gesagt, so Testergebnisse darf man nicht zu hoch hängen, aber wir wollen von vornherein einfach auch den Jungs vermitteln, dass wir nicht nur gut Fußball spielen wollen, sondern dass wir wirklich auch Ergebnisse erzielen wollen. Und, aber man merkt, dass sie das auch ärgert heute, weil ich glaube, gefühlt waren da 70% Ballbesitz und 14-2 Torschüsse. Und deswegen muss man sich dann auch dafür belohnen. Naja, wir haben vor 2 Jahren, haben wir den in einem Testspiel, ist er relativ gut aufgefallen auch, obwohl er Abwehrspieler ist, aber man hat schon gemerkt, okay, der ist schnell, der hat eine gute Aggressivität und ist auch fußballerisch sehr gut von hinten heraus. Und wir waren letztes Jahr schon mal dran. Jetzt haben wir es hinbekommen. Hat sich direkt vorgestellt und hat letztlich alles das bestätigt, was wir in ihm gesehen haben. Und es ist ein hochspannender Junge. Und auch da die Spielvereinigung. Wir schauen nicht nach Namen, sondern wir gucken nach Anforderungsprofil und nach Potenzial. Und auch wenn wir Spieler finden, die letztlich auch diesen Weg mitgehen wollen. Und deswegen passt er absolut rein. Und wie gesagt, wenn Leute Namen brauchen, dann müssen sie zu anderen Vereinen gehen. Bei uns bekommen sie Spieler, die einfach weiterkommen wollen und die hungrig sind und die letztlich auch den nächsten Schritt mit uns machen wollen.